Halb San Andres, der Strand Las Teresitas, für den man Sand auf dem Sahara brachte. Candelaria ist ein Pilgerort. Die Legende erzählt, dass die Statue der Madonna vom Meer gebracht wurde. Am Kirchenplatz 9 Erdstatuen erheben sich als Andenken der Guanches Könige. In der Basilika gibt es eine neue, schöne Statue, der Schutzheilige der Inseln. Im Tal Güímar befinden sich die abstuften Pyramiden der Sonne gerichtet. Die sind der Pyramiden von Mexiko, Peru und Ägypten sehr ähnlich. Diese Ähnlichkeiten könnten wegen der uralten überseeischen Kontakte möglich sein. Ein Besuch ins Museum und Auditorium wird dieses Punkt erklären. Da kann man gebrauchbare Utensilien, Gravierkunst und Steine und Zeichen zwischen dem alten und neuen Kontinent betrachten. In diesem Park werden Sie auch die Möglichkeit haben, eine exakte Nachbildung des Binsenschiffes Ra 2 zu sehen, mit welchem der Anthropologe Thor Heyerdahl im 1970 den Atlantischen Ozean überkreuzte. Der Nationalpark Las Cañadas del Teide ist die Schutzzone des Teides. Dieses vulkanische Bühnenbild formte sich seit mehr als 300.000 Jahren. Mehrere Gestaltungen und vielfarbige Lavasebene bestehen Las Cañadas. Der Teide-Gipfel ist 3718 Meter hoch und ist die höchste Spitze Spaniens. Mit der Drahtseilbahn kann man den Gipfel erreichen, wenn es nicht windig ist. Und mit klarem Himmel kann man eine wunderschöne Ansicht sehen. Die gesteinten Gebirgsketten Roques del Teide sind sehr eindrucksvoll. Die schwarzen Lavasreste sind die Zeugen des Ausbruchs im 1798. Wir lassen Las Cañadas hinter uns und steigen durch die Pinienwälder, bis wir die 1400 Meter hoch erreichen, wo sich die Villa Flor befindet, das höchste Dorf Teneriffas. Ein bisschen weiter, Pino Gordo, das ist ein eindrucksvoller Pinie und sehr groß, der höchste auf der Insel. Dann nehmen wir den Weg zur südischen Küste. Der sonnige Süden ist ein richtiger Paradies für Sporttreiber und Liebhaber der braungebraunten Körper. Es gibt auch Möglichkeiten, Meeresausflüge zu machen und Walfische und Delfine zu sehen. Gigantes.
Mit seinen 6 Golffeldern ist Teneriffa auch der Paradies der Golfspieler. Der Süden Teneriffa bietet auch die Möglichkeit, viele Diskotheken und Festsäle zu besuchen. In der Arona-Pyramid in Playa de las Americas kann man jede Nacht eine lateinische Vorstellung sehen, nach der Art von Paris Lido. In San Eugenio Exit Palace schlägt man uns einen spanischen Show mit Abendessen vor. Einen fantastischen Tag für die ganze Familie. So kann der Besuch zum ökologischen Park Las Águilas del Teide sein. Der ist von Las Américas nur 5 Kilometer weit, in Arona. Eine Guagua, das ist ein Bus, gratis, wird sie bis dort fahren. Dieser riesen botanischer Garten ist von Wildtieren bewohnt. Es sind hunderte verschiedene Sorten Kaktus der ganzen Welt zu sehen. In ihre wieder aufgebaute Umgebung sind die Orangutane glücklich. Hier darf man die Vögel füttern. Der Raubvögel. Es wird, wenn wir hier in der Kirche sind.
Sie können eine südamerikanische Iguana von der Nähe bewundern. Sehr neugierige kleine Affen steigen über ihre Schultern und Arme hoch. Der Tierpark hat die Kleinsten nicht vergessen und wir sind hier die Glanznummer. Vergessen Sie nicht, den Tempel der Tiger zu besuchen. Es ist eine neue Attraktion, die man nicht verpassen kann. Die Krokodile werden am Nachmittag gefüttert. Hier haben Sie die inaktiv.